Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Black Widow Challenge. Das letzte Mal hatten wir eine sehr chaotische Hochzeit. Kalina und Mirko haben nämlich geheiratet. Und ihr wisst alle, was jetzt kommt, denn wir sind in der Black Widow Challenge. Kalina sitzt hier gerade bei sich zu Hause. Es ist komisch zu sagen, dass das jetzt zu Hause ist, aber sie ist ja jetzt natürlich auch bei Mirko eingezogen. Und sie sitzt am PC, denn sie hat eine Nachricht auf Social Media bekommen von einem Schulfreund. Und mit dem ist sie hier gerade fleißig am Schreiben, auch wenn sie die ganze Zeit wegguckt. Das scheint wohl auch ein neuer Bug zu sein, dass sie nicht auf den Bildschirm guckt. Auf jeden Fall hat sie eine Nachricht bekommen. Hey, ich habe gehört, dass du geheiratet hast. Herzlichen Glückwunsch. Und jetzt sind sie und er ins... Oh mein Gott, sie freut sich sehr. Ins Gespräch gekommen und sie schreiben jetzt schon eine Weile miteinander. Simda-Chat. Ein gemütlicher Online-Chat, ein paar charmante Wörter hier, ein wenig flirten dort. Vielleicht wird mehr dabei herauskommen. Hoffentlich zeigt das Bild den echten Sim hinter diesen Sätzen. Ja, das weißt du eigentlich schon, denn du kennst ihn tatsächlich aus deiner Schulzeit, denn sie schreibt gerade mit Jack. Und die Romantik geht da gerade ganz gut hoch. Und ich hoffe, oh, da hinter der Facecam ist gerade hier Mirko lang gelaufen. Der war nämlich die ganze Zeit im Wohnzimmer und hat Fernsehen geguckt. Und sie hat hier tatsächlich auch den Wunsch, dass sie jemanden küssen möchte. Jemanden. Nicht ihren Mann, nicht Mirko, jemanden. Und sie möchte einen Pool kaufen. Von mindestens einmal eins, weil sie zu Hause keinen Luxus hat. Dieses Haus ist ja auch absolut gar nicht luxuriös. Das ist die letzte Absteige und das ist absolut gar nicht Kalina würdig. Ne? Ich habe keine Ahnung, was ihr Problem eigentlich ist. Aber sie hat ja keinen Luxus zu Hause. Alles klar. Kochst du für dich oder für mehrere? Ah ja, und Toast zubereiten. Jetzt bin ich gespannt, ob das nur eine Portion ist oder mehrere. Eigentlich wollte ich ihn zur Arbeit schicken. Ich habe ihm einen Job gegeben, aber irgendwie, weil ich das zu spät gemacht habe, ist er jetzt noch zu Hause und muss wohl morgen erst arbeiten. Aber das ist okay. Level 2 Kochfähigkeit. Wow, ich bin begeistert. Machst du richtig toll. Sie hat ein bisschen Yoga gemacht, deswegen ist sie gerade noch im Sportoutfit und sie will die ganze Zeit hier an diese Bar dran gehen. Aber ich habe gesagt, nein, mach das nicht. Nein, mach das nicht. Aber sie hat sich so langsam ihre Affäre rausgepickt. Sie darf das aber aktiv erst ab Level 8 der Charisma-Fähigkeit machen. Was hat sie denn? Ah, sie hat Level 8. Alles klar. Geil. Das heißt, wir können die Affäre direkt einleiten und können mehr machen, als einfach nur miteinander schreiben. Das heißt, Mirko wird wahrscheinlich gar nicht so lange existieren. Und ich bin einfach immer noch so unsicher, was wir dann machen. Bleibt Kalina nach Mirkos Tod dann hier wohnen und lässt die Affären dann immer wieder einziehen und sie behält das Haus einfach? Ich weiß nicht. Wenn wir selber bauen, ist das nämlich mehr Speedbuild als wirklich Let's Play, glaube ich, oder? Wir können auch einfach irgendwo hinreisen. Oh mein Gott, das sieht aber auch sau cool aus hier irgendwie, oder? Wir können auch irgendwo hinreisen und da ein Haus kaufen. Also ein Grundstück kaufen und dann das Haus da bauen mit den ganzen Ersparnissen, die sie sich eingeschlichen hat. Vielleicht geben wir auch hin und wieder ein Umstyling. Oh, süß. Wow. Alles klar. Und nochmal. Oh, wow. Wer ruft an? Mirko, warum rufst du an? Nein, danke. Wir knutschen gerade. Wie kannst du anrufen? Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Genau, sie kann ja zwischendurch auch ein Umstyling bekommen, damit sie auch nicht erwischt wird, weil ich glaube, nach dem dritten Ehemann oder so wird es halt auch langsam auffällig, dass ihre Männer ständig sterben. Nee, du magst keine Videospiele. Und du möchtest einen Hund kennenlernen. Du hast schon einen Hund. Mit Kalina plaudern. Ja, gut, dass er vorhin nicht reinkam, als Kalina noch mit anderen Leuten geflirtet hat. Das wäre sonst, ja, was machst du da? Gar nichts. Ich mach gar nichts. Ist schön, dass sie jemanden küssen möchte. Wir könnten Jack um ein Date bitten. Ich hoffe ja sehr, dass er eigentlich zur Arbeit geht, damit wir dann Jack hier einladen können und dann erwischt Jack in flagranti. Er hat eine Romantikleiste mit Maurice? Was zum Geier? Okay, also er ist mindestens B? Mindestens? Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Damit habe ich nicht gerechnet. In 17 Stunden muss er zur Arbeit. Ich habe die Alterung jetzt übrigens pausiert, weil ich jetzt erstmal so ein bisschen mit Kalina spielen wollte, weil sonst hätte Samu direkt Geburtstag, wobei wir Samu auch jetzt einladen können und dann hat er Geburtstag. Wir können ja hier quasi eine kleine Familienfeier machen, dann hat Samu hier halt Geburtstag, oder? Können wir denen das neue Haus zeigen? Joa, guck mal, dann machen wir das doch. Dann hat Samu heute Geburtstag. So, wir werden... Nee. Kalina, du wirst. Kalina macht Tee. Ich hätte sie jetzt nicht... Kokette SMS schicken. Okay, vielleicht schicken wir Jack nochmal eine kokette SMS. Und dann werden wir einen Geburtstag feiern. Ein gesellschaftliches Ereignis werden wir dann nämlich planen. Genau, das ist jetzt der Plan. Das ist der Plan. Wie kokett sie einfach ist. So eine kokette Mausi.
Oh wow, ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Werden wir Jack einladen? Wir werden Jack einladen, oder? Ich habe die Regeln übrigens ein bisschen umgeschrieben, dass die Affäre nicht bei ihr einziehen muss, weil sonst wird sie ja die ganze Zeit in diesem Haus bleiben. Und ich möchte da so ein bisschen flexibel sein und euch auch mitentscheiden lassen. Aber die eine Regel finde ich halt sehr interessant. Und zwar die Regel, ich kann wieder richtig gut reden. Kalina muss sich ja von ihrem Mann beim Betrügen erwischen lassen. Und ab dem Zeitpunkt, wo sie erwischt wird, hat sie 24 Stunden Zeit, ihren Ehemann umzubringen. Weil wenn sie es nicht innerhalb dieser 24 Stunden schafft, geht er zum Anwalt. Und dann wird die Scheidung eingereicht und dann verliert sie all ihr Geld. Das heißt, diese Ehe würde gar nicht zählen. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Ich bin gespannt, wie wir ein Zimmer innerhalb von 24 Stunden umbringen können. Außer wir sperren ihn irgendwo ein. Dann haben wir natürlich mehr als 24 Stunden, weil er ja da nicht abhauen kann. So, wir wollten eine Geburtstagsparty veranstalten. Können wir das eigentlich? Nee, wir können nur die beiden altern lassen. Ja, gut. Dann vielleicht eine... Hallo? Okay. Dann vielleicht eine Hausparty? Hausparty hier. Hausparty. Ja, ohne Prestige. Einfach eine ganz normale Hausparty. Gastgeber sind natürlich die beiden. Gäste. Eigentlich müssen wir aber Kani und sowas auch einladen. Maximal 15 können wir einladen. Das ist leider ein bisschen wenig, weil damit haben wir ja quasi schon unsere Familie voll. Nika, die wohnt ja quasi hier. Jack müssen wir einladen. Vielleicht können wir ihn ja sogar heute schon betrügen. Das wäre natürlich großartig. Oh, die beiden haben wir auch noch. Unsere Schwester werden wir einladen. Unsere Eltern irgendwie. Natürlich Nakoa, Malio, Kia, Nayla, Samu, Diawal, Ayana. Oh Gott. Ja, seht ihr, jetzt fängt schon an. Jetzt können wir schon wieder nicht alle einladen. Wen laden wir denn dann nicht ein? Dann laden wir Eloni nicht ein. Aber Ayana müssen wir einladen. Ja, und Luana. Ja, Luana ist ja eigentlich gerade auf Batu unterwegs. Von daher passt das schon. Okay, dann sind das halt unsere Gäste. Entertainer. Können wir keinen einladen, aber wir machen eine richtig dicke Sause. Klar, June kann gerne dazukommen. Caterer. Camille, der wird das alles nämlich kontrollieren. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Und Ort machen wir hier zu Hause. Entertainer brauchen ein Klavier. Haben wir keins? Aber was stockt das dir da eigentlich schon wieder so? So, besser. Kalina und ihr Tee. Was hat sie nur mit einem Tee? Also betrügen ist ja eigentlich schon ab Küssen. Aber ich würde das tatsächlich einfach sehr klassisch in flagranti im Bett erwischen. Oder halt beim Techtelmechteln halt. So stelle ich mir das vor. Aber er sieht gut aus. Wie er sich hier zurecht gemacht hat in seinem Anzug. Okay, das Oberteil sah besser aus als das Unterteil. Kalina hat sich auf jeden Fall sehr schick gemacht. Wir haben eine Hausparty direkt nach der Hochzeit. Wie kann man da nicht glücklich sein? Und wir sind sehr, sehr glücklich. Und dass ich jemanden küssen möchte, passt einfach sehr, sehr gut. Kalina, bevor du gleich hier sagst, oh, ich muss ja mal Pipi, willst du vielleicht jetzt schon mal Pipi machen gehen? Guck mal, hier ist das Badezimmer. Guck mal, kannst du hier einmal Pipi machen gehen. Nakoa! Ich will mal gucken, wie lange die eigentlich noch haben, bis sie zu Preteens werden. Achso, ist ja gerade deaktiviert. Ah, egal. Wie mal Leo hier durch die Gegend schlurft. Und Nika setzt sich direkt an den PC. Großartig. Camille ist hier am wilde Geschichten erzählen. Wow, die beiden verstehen sich gut. Warum verstehen sich die beiden so gut? Oder Camille faked das nur und tut so, als wären die jetzt auf jeden Fall ganz schnell beste Freunde. Sind die anderen... Oh doch, Samu ist im Bad. Hallo Onkel Samu. Fürs Kommen danken. Oh mein Gott, er wird einfach zum Senior. Er wird zum Senior. Okay, dann will ich auf jeden Fall noch ein Foto mit ihm machen, wenn er ja noch jung und knackig ist. Foto machen mit Samu. Ist Nayla gar nicht gekommen? Ich habe das Gefühl, Nayla kann Kalina nicht leiden. Vielleicht spürt Nayla irgendwie was mit Kalina was nicht stimmt. Kann das sein? Muss das im Badezimmer sein? Warum geht ihr nicht hier hin? Hallo Leute. Ja, schön. Warum ist er traurig? Samu? Gebrochenes Herz? Warum gebrochenes Herz? Oh, was ist denn mit Samu los? Was ist denn bei Samu gerade? Haben die vielleicht doch eine Ehekrise? Sonst wäre Samu doch nicht so traurig, oder? Ich mache mir ein bisschen Sorgen um die beiden, weil ich sehe die eigentlich so happily ever after. Also Samu und Nayla. Ich weiß auch nicht. So, können wir Geburtstagskuchen? Macht hier irgendjemand einen Geburtstagskuchen? Hast du einen Geburtstagskuchen, Kami? Ja, schön. Guck mal, dann pausiere ich doch direkt und wir werden hier Geburtstagskerzen hinzufügen. Das ist doch schön. Das freut mich sehr. Hier, und du darfst hier die Schüssel mal füllen für deinen kleinen Hund. Den Hund werden wir nicht behalten. Den behält Kalina nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Sehe ich nicht so, die Tierliebhaberin. Ist Nayla echt nicht gekommen? Wo ist Nayla? Hier. Oh, Diawal, danke schön. Ich liebe dich. Hallo? Ah, da oben ist Nayla. Ist sie da? Oh, das fängt ja gut an. Oh mein Gott, Danny ist auch traurig. Jack ist gekommen. Oh mein Gott, Nayla. Warum stockt das Spiel gerade so? Das nervt mich ein bisschen. Das gibt's doch nicht. Warum ist sie so sauer? Warum ist Nayla so sauer? Er ist traurig. Samu ist traurig. Nayla ist sauer. Da ist man mal einen Sim-Tag nicht da und da ist irgendwie gerade Terror oder was?
Also wir haben unseren Onkel Samu natürlich lieb und deswegen werden wir jetzt zu Nayla gehen und ihr sagen, hier, bitte, du siehst, wie Onkel Samu drauf ist. Reiß dich bitte mal ein bisschen zusammen. Deswegen werden wir jetzt einfach mal streiten. Oh, wie Samu einfach die Nähe zu seiner Familie gut tut. Guck mal, wie happy er gerade ist. Auch wenn er sich gerade mit Camille unterhält. Und das ist eigentlich nicht so gut. Nicht, dass Camille irgendwie auf Gedanken kommt, Samu auszuschalten, weil er sich gut mit Kalina jetzt versteht. Ja, das tut mir leid, Nayla, aber das geht einfach nicht, dass du dich so hier aufführst. Wir werden sie ein bisschen provozieren. Auf jeden Fall, wie Ilja einfach durchs Bild spaziert, ist auch wunderbar. Aber so ein bisschen streiten kann ich mir gut vorstellen, dass die beiden das machen. Nochmal streiten über Politik. Ja, sehr gut. Kaum verheiratet, legt sich Kalina wieder mit Nayla an. Und William ist das alles zu viel, er geht weg. Oi. Ich habe das Gefühl, es stockt so sehr, das Spiel. Oder bilde ich mir das ein? So, einmal im Baumodus, einmal wieder in Live-Modus. Oder ich speichere mal. Hat das geholfen? Ich bin mir nicht sicher. Sie ist einfach immer noch so sauer. Na gut, wir provozieren sie auch gerade, ne? Von daher, die mögen sich gar nicht mehr. Das ist echt krass. Es stockt immer noch. Warum stockt mein Spiel heute so? Das ist doch nicht auszuhalten. Aber die haben hier alle Spaß. Die tanzen hier ein bisschen. Das finde ich schön. Das gefällt mir. Ja, gibt sich die Kante. Ist doch wunderbar. Aber Samu hat wieder Spaß. Wir konnten Samu ein bisschen ablenken. Das finde ich schön. Kalina möchte unbedingt jemanden küssen. Das finde ich auch sehr schön. Hier bedienen sich hier schon alle am Essen und an den Drinks. Aber ich glaube, wir werden jetzt Samu altern lassen. Oh, ich glaub's kaum. Sim altern lassen. Tolle Anstalt mit Mirko. Oh mein Gott, das kann man doch außerhalb einer Hochzeitszeremonie machen. Das ist ja geil. Wir werden jetzt Samu altern lassen. Ah, wird zum Senior. Wo ist er denn jetzt? Samu? Oder geht er gerade dahin? Geht er gerade dahin? Wo ist Samu? Samu? Kamera fokussieren. Ah, da ist er. Oh, er wird zum Senior. Ich halt's nicht aus. Und jetzt ist er schon wieder traurig. Ich halt's nicht aus, Leute. Auspusten. Oh Gott, er ist einfach ein Senior. Oh mein Gott. Samu ist ein Senior. Ich komme nicht drauf klar. Er ist ein Senior. Gefühlt war er doch gerade erst noch ein Teenager. Oh, das ist echt traurig. Das ist echt traurig, finde ich. Na gut, dann rufen wir mal alle zum Essen. Hier zum Essen rufen. Und dann werden wir uns vielleicht einmal mit Jack irgendwo zurückziehen. Ich meine, Mirko scheint überhaupt gar kein Interesse an unserer Familie zu haben. Der ist hier nämlich gerade am Sport machen. Als hätte er mich gerade gehört. Was hast du jetzt vor? Achso, Kuchen. Und freundlich zu Kalina sein möchtest du. Das ist schön. Da ist der Hund. Und sie möchte einfach immer noch jemanden küssen. Ich x das mal weg. Egal. Ich wollte euch das so zeigen. So, wo ist Jack? Wird wahrscheinlich auch irgendwo in der Küche sein, oder? Muss ich ein Stück Kuchen nehmen? Hallo Jack. Okay, da ist Mirko. Wie machen wir das jetzt am geschicktesten? Wo bist du? Hier, du gehst mal hier hin. Und wirst dann ihn herbeirufen. Geht das? Oh, ich weiß nicht wie. Hör mal bitte auf, den Kuchen zu essen. Ich möchte, dass du mit Jack Dinge tust. Ja, amüsiert sich. Das ist wunderbar. So, jetzt bist du da. Und jetzt möchte ich Jack herbeirufen. Oh, wie süß. Die kuscheln. Also, die umarmen sich. Oh, meine Rileys. Oh, meine Nase kribbelt. Ach Gott, schön. Oh mein Gott, wir müssten Ilja eigentlich auch altern lassen. Das sind ja Zwillinge. Ich meine, Zwillinge altern auch nicht im gleichen Maß, aber eigentlich müsste Ilja jetzt auch zur Seniorin werden. Können wir ihr sagen, dass sie Geburtstag haben soll? Kommandos? Kann ich ihr nicht sagen, hier Geburtstag, aber hier Alter festlegen? Senior. Ja, jetzt ist es richtig, oder? Und dann steht da Erwachsener. So. Hat sie jetzt auch bald Geburtstag? Müsste sie eigentlich, oder? Hallo? Hast du Geburtstag? Ilja? Ich stalk jetzt Ilja. Ilja? Yay! Oh Gott, sie ist auch eine Seniorin. Das ist so krass. Die ganzen alten Rileys werden jetzt immer älter. Das ist traurig. Oh, komm, hier ist ein PC. Geil. Wo zum Geier ist Jack? Da ist Jack. Okay, wir müssen jetzt ihn irgendwo hinlocken. Können wir mit ihm eine Gruppe gründen? Eine Runde bilden oder so? Aktion zur Runde hinzufügen. Und dann werden wir wohin gehen. Vielleicht verziehen wir uns einmal ins Badezimmer. Ganz vielleicht. Ich hoffe, er bleibt jetzt noch hier und sagt jetzt nicht so, ich gehe jetzt, weil die Party ist vorbei. Und Jack kommt mit. Oh, es stoppt nicht mehr. Alle gehen und nur Jack bleibt jetzt noch, weil Kalina gefragt hat, willst du noch einmal kurz mitkommen? Ich möchte einfach nochmal mit dir so über die alten Zeiten reden. Und das wird der Schulzeit. Wir haben uns ja nicht immer gut verstanden, aber du bist irgendwie, du hast dich so gut entwickelt. Wie ist es dir ergangen? Und wird einfach so ein bisschen mit ihm flirten und wir werden fragen, ob er Single ist, aber wirklich interessieren tut das uns eigentlich nicht, denn wir sind ja auch nicht Single. Oh, dann werden wir einen koketten Witz machen und einfach
ein bisschen nett miteinander plänkeln. So, die gehen jetzt alle nach Hause, sehe ich hier. Schön, dass ihr da wart. Gerne wieder, kommt gerne wieder vorbei. Unsere lieben Senioren. Oh, ich liebe Kian. Und ich liebe Diawal. Und ich liebe Nakoa. Nakoa und Ayana sind die Jüngsten. Nakoa und Ayana sind einfach die Jüngsten. Ich habe das Gefühl, die Rileys sterben aus, wenn die jetzt alle älter werden. Weil Luana, Tenny, William und Makani waren ja auch nicht so weit auseinander entfernt, so alterstechnisch. Okay, er möchte wieder Fernsehen gucken. Das heißt, er bekommt überhaupt nichts mit hier. Sehr schön. Was machst du jetzt? Mit Jack plaudern. Die verstehen sich echt gut. Dafür, dass es in der Schulzeit so schwierig war zwischen den beiden und er uns eigentlich eher so abgewiesen hat, läuft es jetzt sehr gut, finde ich. Okay. Können wir uns schon mal küssen? Hier, leidenschaftlich küssen. Es übermannt dich jetzt einfach. Und sie möchte ein Whirlpool-Techtelmechtel. Nein! Küss ihn nicht! Küss ihn nicht! Küss ihn nicht! Okay, er muss jetzt scheinbar doch früher sterben als gedacht. Er winkt einfach nur? Stört ihn das nicht? Freundlich zu Carlina sein. Er sagt jetzt nicht, das hat er nicht gesehen. Er hat's nicht mitbekommen? Er hat's nicht mitbekommen? Vlad, nein. Wo willst du jetzt hin? Mit Alan plaudern? Nee, wo ist denn jetzt hier unser Boy? Wo ist denn jetzt Jack hin? Kamera fokussieren. Oh, da ist er. Ja, wenn sie ein Whirlpool-Techtelmechtel wollen, dann... Ja, sicher. Techtelmechtel im Whirlpool. Auf jeden Fall. Nayla ist noch da. Die ist ja am Boxen. Okay. Okay, alles klar. Wo ist Mirko? Mirko ist noch im Bad. Wie kann Mirko das nicht mitbekommen haben? Wie kann Mirko das nicht mitbekommen haben? Ist er blind? Ich bin... Ja, wir gehen hier nur lang, es passiert nichts. Danke, Schatz. Machst du schon mal Essen machen? Ich bin gleich wieder da. Ich für Jack noch ein bisschen im Haus rum. Weißt ja, wir sind alte Schulfreunde. Großartig. Einfach sehr, sehr schön. Läuft. Das läuft ja wie am Schnürchen hier. Hier fehlt immer noch Tapete. Wo ist denn der Whirlpool? Ist da oben? Ach, hier. Hier. Okay. Alles klar. Kalina war vorhin auch schon hier oben und hat hier Yoga gemacht. Ist alles so ein bisschen verwinkelter. Hier habe ich das Gefühl. Das ist eines meiner ersten Builds gewesen, die ich gebaut habe. Also bitte nicht so kritisch sein. Oh, hello. Hi there. Ups. Ah, er ist zu hoch. Und der Hut geht rein. Oh, Kalina. Oh, Kalina. Und Jack ist irgendwie süß. Carlina ist echt so eine klassische Nymphe, ne? Dass sie Leute verführt und betört. Oh, ich finde das so süß, dass diese Herzchen aufsteigen beim Whirlpool-Techtelmechtel. Und ich bin sehr, sehr, sehr froh, dass wir gesagt haben, wir geben Carlina die Pille. Nee, du willst nicht freundlich zu ihr sein. Das ist so... Ja, jetzt ist seine Priorität Essen. Nämlich Futter für die Tiere kochen. Das ist schön. Das ist sehr, sehr schön. Und dann müsst ihr auch langsam ins Bett gehen, weil... Ihr wollt doch bestimmt auch so ein bisschen nett noch miteinander sein. Oh, er räumt auf. Alles klar. Ein bisschen nett miteinander sein. Wo ist es doch da? Weil es war ja jetzt ein schöner Abend, ein schöner Tag, eine tolle Feier. Und deswegen geht er jetzt hoch zu Carlina. Und ich hoffe, die sind bis dahin fertig. Ja, sie sind fertig. Hervorragend. Ja, Jack, dann darfst du jetzt gehen. Jack. Oh, er geht jetzt hier hoch, ne? Jack. Jack. Nach Hause schicken. Geh nach Hause. Geh nach Hause. Mit Jack plaudern. Was war das? Ich muss los, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Das freut mich sehr. Oh, und Carlina möchte ein Date planen. Aber sie hat jetzt schon ihre Affäre und Jack bekommt es nicht mit. Gott sei Dank. Gott sei Dank, weil ich wollte auch nicht, dass die Romantik von den beiden jetzt wieder kaputt geht. Aber er hat es auch nicht mitbekommen. Mit Jack plaudern. Die Frau hat Wünsche. War ein aufregender Tag für dich, Carlina. Rufi ist hier am Schlafen. Sie möchte schon wieder ein Techtelmechtel. Noch ein Whirlpool-Techtelmechtel. Was ist mit der Frau los? Die kriegt ja gar nicht genug. Okay, wie du möchtest. Tob dich aus. Tob dich aus. Jetzt ist es erstmal wichtig, dass ihr ein bisschen schlaft, weil es war ja wirklich ein anstrengender Tag. Und das wollen wir auf jeden Fall haben. Kommst du? Er ist so langsam wegen seinem komischen VIP-Gang. Dann müssen wir uns mal... Entschuldigung, ich bin ein bisschen krank. Müssen wir uns mal ein bisschen um ihre Bedürfnisse kümmern. Und dem Hund geht's auch gerade nicht so gut. Warum geht's dir nicht gut? Wir haben dich gefüttert. Keine Ahnung, was du willst. Dün, 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 dün. Ja, aber danach werden wir, glaube ich, erstmal duschen gehen. Hier oben haben wir kein Bad. Wir haben halt nur das Bad. Das würde ich heutzutage so gar nicht mehr bauen. Du kannst auf die Toilette gehen und eine kurze Dusche nehmen. Ich glaube, das reicht erstmal. Dass sie jetzt auch noch mal ein bisschen Zeit für sich hat, bevor sie jetzt komplett pennen geht. Ist der Kuchen alle? Ist der Kuchen echt alle? Na gut, dann müssen wir halt hier den angefutterten Rest nehmen.
Na gut, wenn es nicht anders geht. Nein, Jack ist gar nicht mehr da. Jack ist weg. Und sie möchte jemand einen schmutzigen Witz erzählen und freundlich zu Mirko sein. Ja, sie ist hier eine ganz freundliche. Sie ist einfach eine richtig freundliche. Er ist jetzt am Pennen. Meine Katzen sind am Randalieren. Ich weiß nicht, mir gefällt das Haus nicht so. Ich meine, ich finde hier den Ankleideraum ziemlich cool immer noch. Aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ist halt wirklich eins von der ersten Sachen gewesen, die ich gebaut habe. Und da gefällt mir das halt nicht so toll. Ich höre hier was. Ach, Musik ist hier noch an. Ausschalten bitte. Ja, wir haben immer noch Hunger. Können wir den Keks noch essen? Hier, wir machen einfach komplette Resteverwertung. Was ist das? Blackbird. Ja, warum nicht trinken wir? Das ist jetzt einfach Kalinas Zeit. Die hat jetzt einfach Zeit für sich. Kein Trubel. Niemand, der sie irgendwie verurteilt, beurteilt. Dieses Objekt gehört Kalina nicht. Nee, lass mich. Lass es dir schmecken. Kaffee haben wir hier noch. Tee ist leer. Aber können wir ja auch nochmal aufbrühen. Scheinbar ist Kalina eine Teetrinkerin. Wie happy sie ist. Wie happy sie einfach ist. Sie kriegt das Grinsen gar nicht mehr aus dem Gesicht. Oh, finde ich irgendwie cool. Da ist auch gut was passiert zwischen den beiden. Also die haben richtig gut Romantik hochbekommen. Jetzt müssen wir noch überlegen, wie werden wir Mirko am besten los? Er hat uns ja offiziell noch nicht erwischt. Also ich denke mir das halt so ganz klassisch. Mirko kommt von der Arbeit nach Hause, erwischt Kalina mit Jack und dann müssen wir uns ganz schnell was überlegen, wie wir ihn loswerden. Ich weiß noch gar nicht, wie seine Fähigkeiten aussehen. Kochen, also verbrennen können wir ihn, glaube ich, nicht. Geschicklichkeit hat er gar nicht. Wir könnten ihn verbrutzeln. Wir haben keinen Pool. Sonst hätte ich auch gesagt, wir können ihn eventuell auch ertränken oder so. Ah, das ist gemein. Das ist gemein. Ich weiß, du bist müde. So, jetzt ist es gammelig. Na toll. Na toll. Okay, dann ab ins Bett und dann sehen wir uns morgen früh wieder. So, Mirko ist aufgewacht. Der muss jetzt nämlich gleich zur Arbeit. Jetzt möchte Kalina knuddeln. Der hat echt nichts gecheckt. Der war wahrscheinlich mit seinen Gedanken einfach irgendwo anders. Und du möchtest tanzen gehen. Aber warum denn? Du bist doch noch gar nicht ausgeschlafen. 8:30 und sie steht auf, obwohl sie im Grunde nichts zu tun hat. Aber okay. Haben wir eigentlich einen Butler oder sowas? Nee, ne? Müssen wir jetzt selber kochen? Oh, emotionale Aura aktivieren, natürlich. Nee, das machen wir nicht. Nee. Hier, wo sind hier Service engagieren? Regelmäßige Haushaltshilfe. Auf jeden Fall. Aber kochen werden wir vielleicht doch. Kochen? Bist du sicher, dass er das tun sollte? Nein! Er soll arbeiten gehen, verdammt. Geh zur Arbeit. Du brauchst gar nicht so mit mir zu motzen. Du gehst arbeiten. Ich glaube, ich ist los. Ich glaube, ich spinne. Ja, wir bekommen eine Haushaltshilfe. Hervorragend. Aber wir brauchen auch immer noch was zu essen. Vielleicht mag Kalina kochen ja ganz gerne. So hobbymäßig so ein bisschen. Puh. Kochen Level 1 hat sie. Sie hat Kochen Level 1. Und wenn wir jetzt was bestellen, Bestellung aufgeben, Lebensmittellieferung. Ich hätte gern ein richtiges Gericht. Kann ich kein richtiges Gericht? Als ob ich so einkaufen gehe. Nein, bestellen, Pizza, ihr Lieferdienstag auf den Tisch. Okay, das ist es. Wir können doch hier bestimmt irgendwie was. Nein, leider nicht. Leider nicht. Ich hatte gehofft, wir könnten eventuell Kugelfisch-Nigiri reservieren. Er ist ja jetzt zur Arbeit, ne? Wir können Kalina und wir ja einfach mal gucken, dass sie irgendwie ein Kugelfisch-Nigiri-Rezept herbekommt. Das heißt, wir reisen jetzt nach Sanmaishuno. Wir müssen, glaube ich, den Japan-Stand, Asia-Stand irgendwie suchen. Ich guck mal hier. Wir müssen uns einfach mal ein bisschen umgucken. Oh Gott, Ilja. Sie sieht gar nicht aus wie eine Seniorin. Ich glaube, wir müssen denen so ein klitzekleines Makeover geben. Auf jeden Fall, was die Skins angeht. Da muss Kalina ja eigentlich bei der Kochenfähigkeit schlecht bleiben, damit das funktioniert, oder? So, kriegen wir hier irgendwo einen Essensstand. Hier oben ist einer. Essen bestellen, was kriegen wir bei dir? Kugelfisch-Nigiri. Perfekt. Müssen wir ja gar nicht lange suchen. Hervorragend. Dann sind wir da auf jeden Fall schon mal vorbereitet. Und dann kann es im nächsten Part tatsächlich schon ganz, ganz schnell gehen. Wenn wir sagen, alles klar, Mirko. Bye, bye. Und sie möchte trotzdem freundlich zu ihm sein. Sie ist ein bisschen ambivalent, aber sie möchte natürlich das Geld. Das ist halt die Frage, bleiben wir da wohnen? Ziehen wir nochmal um? Ziehen wir da bei Jack ein? Ich weiß gar nicht, ob Jack überhaupt eine Wohnung hat oder derzeit nicht in Welt platziert ist. Ich weiß nicht. Hauptsache, wir lernen jetzt das Kugelfisch-Nigiri-Rezept. Aber dann darf sie halt wirklich nicht kochen. Dann müssen wir vielleicht immer bestellen oder Mirko kochen lassen oder tatsächlich einen Butler beauftragen. Oh, Sam. Ich bin dafür nicht bereit. Kenne ich dich? Entschuldigung, kenne ich dich? Luna Brown. Ich glaube, ich kenne die. Ich weiß nicht woher, aber ich glaube, ich kenne die irgendwoher. Oh, dieses Licht, Leute, ne? Dieses Licht sieht so toll aus. Ah, ich liebe es. Hat's geschmeckt? Herzlichen Glückwunsch. Yay! Oh, Jack! Was machst du denn hier? Hallo! Oh mein Gott, die können direkt einen Techtelmechtel haben. Ja, Kalina weiß, wie sie die Männer an sich bindet. Oh, es tut mir echt leid, aber es passt einfach so gut zu ihr. Sie ist halt so ein kleines, manipulatives Miststück, die ihre Opfer zu manipulieren weiß. Sagen wir so. Wo ist denn hier überhaupt ein Busch?
Wo ist hier ein Busch? Ich wusste gar nicht, dass man hier so random rumtechnen kann. Da ist eine Toilette. Ach. Wir sind ja im Sinners Club, natürlich, da ist ein Busch platziert. Okay, das liegt an meinem Grundstück. Nicht an Summer Ishuno. Kommt er? Da kommt er. Und er benutzt sein Kondom. Sehr vorbildlich, sie hat ja auch die Pille. Denn Kalina möchte keine Babys. Ja, hier ist auch nicht viel los, ne? Aber gut, Dienstag, 23:30 mittags. Das sind doch alle Arbeiten, ne? Hier ist jemand am Putzen. Dominik, schrubbst du den Boden? Das sieht aus, als würde sie den Boden schrubben. Eigentlich sollte sie wahrscheinlich das hier putzen. Aber die Animation ist irgendwie da hinten. Alles klar, du wirfst jetzt einfach die... Okay, ich sag einfach nichts. Ich sag einfach gar nichts dazu. Wie ist das jetzt eigentlich, wenn wir sagen... Also wir können ihm ja sagen, hier bitten, Freund zu sein. Aber das geht doch gar nicht. Wir sind doch verheiratet. Oder geht das parallel? Geht das parallel? Habe ich ja noch nie gesehen. Und ab in den Club und erstmal aufräumen? Okay, das sah ihr jetzt nicht so ähnlich. Achso, sie hat es einfach dahingestellt. Okay, das sieht ihr ähnlich. Das sieht ihr ähnlich. Das ist schön. So, jetzt müssen wir... Okay, sind zum Glück Unisex-Toiletten. Wie ein Champion pieseln. Und dann düsen wir nach Hause, denn wir müssen für unseren Mann ja das Abendessen vorbereiten. Wobei, noch dürfen wir ihn gar nicht töten. Bis wann muss er denn arbeiten? Bis 17 Uhr. Oh, das könnte alles klappen. Aber ich glaube nicht mehr in dieser Folge. Wir düsen jetzt auf jeden Fall nach Hause. Kalina, wir düsen jetzt nach Hause, habe ich gesagt. Hör auf mich, bitte. Dankeschön, Kalina. Oh, wer war das? Okay, niemand. Alles klar, ich hab's verstanden. So, ab zu Hause. Ich werde trotzdem schon mal Kugelfisch-Nigiri vorbereiten, glaube ich. Kochen? Einfach mal gucken. Kugelfisch-Nigiri. Wir machen mal eine Partygröße. Mal gucken, wie das so wird. Wie gesagt, Kalina kocht ja voll gerne und sie möchte jetzt einfach ihren Mann mit einem köstlichen Kugelfisch-Nigiri bewirten. Wie der Hund uns hinterherläuft. Oh, Joey. Wir müssen ihn mal streicheln. Ich kann den Hund nicht ganz ignorieren. Ich bringe das einfach nicht übers Herz. Und nur weil Kalina so eine ist, bin ich nicht so eine. Ich kann das nicht. Das kannst du mal ein bisschen spielen mit dem Hundi. Aber er ist das Kugelfisch-Nigiri. Oh, sie schlägt sich gar nicht so schlecht, oder? Immerhin hat sie sich nicht den halben Finger abgehackt, wie das manch andere Sims tun. Und es ist schlechte Qualität. Alles klar. Ab in den Kühlschrank, damit das natürlich noch frisch ist für unseren geliebten Mann. Ja, kümmere dich mal ein bisschen um Joey. Arme Tier. Kannst du bitten, das Geschäft zu erledigen? Weil die Schuhe sind nicht fürs Ganze geeignet. Wobei, sie ist eigentlich ein Inselmädchen. Also, ich würde sie auch gerne wieder zurück auf Sulani wohnen lassen. Vielleicht auf so einem richtig schönen, großen, modernen Grundstück, aber trotzdem Sulani. Weil ihr die Idee ja auch ganz cool fandet, dass wir sie, so die Touristen, so ein bisschen verführen lassen. Ich sehe sie halt nicht in Delso Valley. So, Kalina will jetzt Kaffee kochen. Es ist ein Nachmittagskaffee. Alles klar, darf sie gerne machen. Und wir beenden jetzt die Folge an der Stelle, denn das, was ich vorhabe, passt in diese Folge definitiv nicht mehr rein. Und für die Spannung muss das noch so ein bisschen... Da brauchen wir einfach ein bisschen mehr Zeit, als wir jetzt noch haben. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Schreibt mir gerne Todesursachen, Todesarten, die ihr euch wünschen würdet, wie wir unsere Männer eliminieren wollen, in die Kommentare. Ich würde es jetzt sonst einfach mit dem Kugelfisch-Nigiri machen, wenn ihr damit einverstanden seid. Dann wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal. Bye!